Herzlich willkommen zurück zur vorletzten Folge in Lannisport bei diesem Banished Let's Play. Ich habe es ja angekündigt und ja, wir machen jetzt noch zwei schöne Folgen, schauen uns am Ende nochmal alles an, was wir hier erschaffen haben und spielen jetzt nochmal ein wenig weiter. Den Friedhof müssen wir dann wohl nicht mehr erweitern, der passt genau. Derzeit 6 von 18 Gräbern, die hier schon genommen wurden. Hier wird fleißig Kohle produziert. Wir können noch mal schauen. Das ist alles gut. Die Farmer sind wieder hier am Arbeiten. Nahrung ist genügend vorhanden. Wird hier schon abgeerntet. Wir können mal schauen. Ja, wird schon abgeerntet, Leute. Sehr schön. Was ist denn das jetzt für eine komische Hintergrundmusik, frage ich mich. Oh, schaut mal. Ist jetzt hier wohl endlich mal Erntezeit? Schaut mal. Jawohl, das sieht doch mal gut aus. Wir erhöhen das mal noch kurz. Dass das nochmal schneller geht. So, zum Ende ist es nochmal schön, wenn wir hier nochmal eine Ernte hier haben. Von Bäumen und nicht nur hier die ganze Zeit unsere Bohnen. Werden mal nochmal vielleicht die Zeit ein bisschen verlangsamen. So 98%, das heißt, es wird gleich abgeerntet. Da wird jetzt abgeerntet, Leute. Jawohl. Wo wird es denn hingebracht? Ach, hier. Ja, wir haben ja hier gleich unser Lagerhaus und hier haben wir jetzt lauter Plums. Lecker. Gleich noch ein bisschen was zu essen. So, was haben wir denn hier unten? Lorena wurde Studentin. Ein Kind namens Avante wurde geboren. Oh, wir haben ein Schiff. Ah, schade. Die haben wieder nichts Interessantes dabei. Iron Tools haben wir selbst. Das ist echt ärgerlich. Wir können auch keine Orders just once visit. Nee. Nee. Können wir hier nicht irgendwas? Ja, Wolle wäre interessant, aber. Was wir eigentlich wollten, wären Tiere. Aber an Tiere kommen wir hier irgendwie nicht. Das ist echt ärgerlich. Ja, hier können wir das Dismiss machen. Das bringt uns natürlich nichts mehr, leider. Kann das Schiff wieder wegfahren. Hier wird noch fleißig. Schaut mal an, wie viele Bäume wir hier haben. Das haben wir echt gut gemacht. So, was haben wir hier unten? Ein Kind namens Jenny wurde geboren. Ja, das freut mich doch hier. Für Jenny. Wie ein halb Sterne. Leute, es geht uns richtig, richtig gut. Alle sind glücklich in Lannisport und 4 Herzen. Da geht es den Leuten auch gut. Wir haben noch unseren Herbalist. Jawohl, der kümmert sich hier um alles. Hier wird fleißig abgeerntet. Hier wurde schon alles abgeerntet, deswegen... wir das doch direkt so. Dann kann hier noch jetzt im Herbst die Ernte fertig gemacht werden. Hier wird übrigens noch ein Steinhaus von uns gebaut. Das ist jetzt auch gleich fertig. Mal schauen, ob dann gleich welche einziehen. Hier sind ja überall welche. Jawohl, sogar mit mehreren Kindern. Schön. Sehr schön. So, weil sonst wüsste ich nicht, was wir noch bauen könnten. Wir haben eigentlich alles gebaut. Da hatten wir ja schon mal die Anzeige, dass wir wirklich alles gebaut hatten. Wir könnten endlich mal noch diesen Brunnen bauen, Leute, oder? Ich glaube, seit Anbeginn der Zeit haben wir hier diesen Brunnen in Auftrag gegeben, aber er wurde nie gebaut. Jetzt machen wir das mal noch. Und wir werden mal hier noch ein bisschen aufräumen. So. Das Ganze soll doch hier schön ausschauen. Und wir alles weghauen. Wir haben schon wieder so einen verregneten Herbst irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Ist jetzt hier alles abgeerntet? Ja, irgendwie nicht ganz. Aber die Zeit ist wohl schon vorbei. Dann können die Farmer weg. Komm, wir machen nochmal einen Brauer, wir machen nochmal einen Blacksmith, wir machen nochmal einen Schneider, weil wir es können, Leute. Weil wir es können, machen wir das nochmal. Dann
Jawohl, der Rest passt. Ja, genau. So, mittlerweile haben wir hier auch die Laschade. Den Laschade. Und Onetta wurde Student, Cornelie wurde Student. Okay, und es wird Winter gleich. Denn es fängt schon an zu schneien, Mensch, Leute. So, der Brauer geht hier seiner Tätigkeit nach. Es wird weiterhin Ale produziert. In der Schule sind 10 Studenten, also langsam läuft es hier wirklich jetzt gegen Ende des Let's Plays. Kann man, denke ich, zufrieden sein. Es kommen mehr Kinder nach, mehr Studenten. 56 Mitglieder in unserer Kirchengemeinschaft. Boardinghaus wohnt keiner mehr, so soll das sein. Und jetzt haben wir wieder eine schöne Atmosphäre, finde ich. Hier wird überall fleißig gearbeitet. Oh, hier sind sogar Rohstoffe. So, ich würde sagen, wir könnten noch ein Haus bauen. Wir bauen noch ein Haus. Wir können mal kurz schauen, was die für Wege haben. Naja, schaut mal, die haben hier einen direkten Weg. Sehr schön. Was haben wir hier unten? Cheralyn wurde eine Erwachsene und arbeitet als Arbeiterin. Sehr schön. Gut. Wie sieht's aus? Wird der Brunnen gebaut? Ja, er muss noch gebaut werden. Wir können mal einen zweiten Baumeister einstellen. Wir leisten uns jetzt mal diesen Luxus. So, ansonsten schauen wir doch hier mal der Schneider. Ja, wir haben leider keine Wolle. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir keine Schafe oder sonstige Tiere irgendwie hier bekamen. Weiß ich nicht, wie man die bekommt. Also ob das nur durch den Händler möglich ist, das weiß ich leider nicht. Hier ist noch unser Fischer, den hatten wir fast zu Anbeginn der Gründung. Vor über 21 Jahren mittlerweile wurde dieser Ort gegründet, Lannisport in Westeros. Im Auftrag unseres Königs, Len dem Listigen. Blacksmith arbeitet hier schön, wunderbar. So, wie sieht's denn aus mit dem Brunnen? Ja, ein bisschen brauchen die Baumeister hier schon noch. Derzeit leider keine Nomaden, die noch kommen wollen. Schade. Sehr schade alles. Wie sieht's denn aus mit den Ressourcen? Ja, wir haben genügend Ressourcen. Wir könnten direkt noch ein Steinhaus bauen. Bauen wir doch nochmal auf der anderen Seite auch ein Steinhaus. So, das soll jetzt hier mal richtig vorangehen. Derzeit brauchen wir jetzt hier keine Farmer. Ich sehe gerade, unsere Nahrung wird ein bisschen knapp, habe ich das Gefühl. Oder ist das alles hier? Ah. Ich hoffe mal, dass das reicht. Hier wird überall noch fleißig hier die Bäume wieder weggefällt. Der Brunnen ist gleich fertig. Und ein Kind namens Evald wurde geboren. Sehr schön. 14 Kinder, Leute. Und 34 Erwachsene. Unsere Siedlung wächst und gedeiht. Und der Brunnen ist gleich fertig. Zwei Baumeisterinnen arbeiten gleichzeitig am Brunnen. Meine Güte. So, und der Brunnen ist fertig, den wir schon so lange in Auftrag gegeben haben. Und wir hatten nie eine Katastrophe in dem ganzen Let's Play. Wir hatten keine Krankheit. Wir hatten kein Feuer. Ich würde sagen, das ist doch richtig gut. Wir wurden hier wirklich gesegnet von den 7 Göttern. Oh, jetzt fehlt uns aber irgendwas. Ja, Holz ist langsam. Ja gut, wir holen uns doch hier gerade auch Holz. Das sollte, denke ich, kein Problem mehr sein, das Holz. So, wie sieht's aus? Wird jetzt hier das Zeug hingebracht? Ja, ein bisschen Holz. Hier noch nichts. Die sollen sich mal ein bisschen ranhalten, bitte. Wir können hier auch nochmal eine Straße bauen. Das sieht, denke ich, sehr schön aus, wenn das hier mal verbunden wird noch.
So, gleich müssen wir natürlich wieder die Farmer einstellen. Das heißt, wir werden jetzt schon mal wieder den Brauer wegnehmen. Den Tailor. Den Blacksmith. So, wir werden sicherlich gleich in den Frühling kommen. Stellen schon mal ein paar Farmer ein. So Leute, bringt doch mal die Sachen hier hin. Können noch mal ein bisschen beschleunigen hier. Sieht unsere Stadt nicht schön aus. Ich meine, sie hat nicht viele Einwohner, aber wir haben eine große Kirche. So. Wir haben eine große Kirche hier. Wir haben ja einen Ratssaal. Es geht uns einfach gut, Leute. 94% sind gebildet. Das Inventory, schaut mal, unsere Population ist jetzt hier in den letzten Zeitraum so richtig angestiegen. Schaut mal, noch weiter. Es ist schon wieder jemand geboren worden. Branson. Branson wurde geboren. Und das Ding hier nach oben. Die Population steigt jetzt endlich steil. Jetzt machen wir endlich mal was richtig. Leider immer noch keine Nomaden. Oh, was haben wir denn hier? Trade Items. Ja, das ist das, was wir bis jetzt kennen. Pumpkin, Bean und Plum. Mehr leider nicht. Ich weiß nicht, wie man an die restlichen Sachen kommt. So, ja, wohl, hier werden die Sachen hingebracht, so wie es sich gehört. Wunderbar. Ein Baumeister wieder weg. Die Schornsteine rauchen hier überall über unsere Siedlung hinweg. Wir schauen uns das jetzt auch mal von der anderen Seite an. Das haben wir auch noch nie gemacht. Ja, in dem Viehstall kam leider nie irgendein Vieh. Oh ja, Nahrung ist gerade sehr gering. Das heißt, da müssen wir uns mal kurz noch mit drum kümmern. Noch einen Hunter. Noch einen Sammler am besten. Ich komm mal weg. Vielleicht noch einen Fischer. Ja, jetzt haben wir echt... Das gibt's ja nicht, dass wir jetzt nochmal gegen Ende Nahrungsprobleme bekommen. Bis jetzt lief das doch immer wunderbar. Vielleicht hatten wir einfach zuletzt keine gute Ernte. Ja, die Nahrung muss jetzt eben noch ausreichen. Das bisschen, was noch übrig ist. So. Unser Marktplatz hier schön. Jawohl. Wir drehen uns aber mal wieder in die Ansicht, die wir kennen. So, wie sieht es denn hier aus? 17%, 16%, also das braucht die seine Zeit natürlich. Hier fehlt nur noch Eisen und ein bisschen Stein. Eisen haben wir sogar 100. Wir haben natürlich gerade nur wenig Arbeiter, die das hinbringen können. Weil sie mit anderen Dingen beschäftigt sind. Zum Beispiel Nahrung. Wie sieht's aus? Also, Feuerholz haben wir eigentlich erstmal genügend. Wir könnten mal wieder einen Woodcutter rausnehmen. Und für kurze Zeit werde ich auch den Herbalist wieder rausnehmen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Oh, hier ist nichts mehr zu essen. Hier sind ein paar Beeren. Und auch hier nur noch ein paar Mushrooms. Das ist natürlich nicht gut. Wenn man jetzt hier Nahrungsprobleme bekommt. Aber damit werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. In der allerletzten Folge, die noch kommen wird. Also, Leute, schaltet auf jeden Fall wieder ein und wartet gespannt auf das letzte Video dieses Let's Plays zu Banished in der schönen Siedlung Lannisport.
bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.